auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Verloren, Sir. Nichts hier. Unser Moment wird kommen. Die Leiche durch die Straßen schleifen. Er hat die Cobras ausgeschaltet, Sir. Glaub nicht, dass du gewonnen hast, Batman. Du wirst verlieren, und zwar alles. Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Der Joker ist tot. Warum hältst du nicht einfach die Klappe? Wir sind auf Patrouille. Okay, ich hasse eben Clowns. Ich habe ihn mal im Fernsehen gesehen, damals, als er als Präsident kandidiert hat. Oh ja, die haben nie rausgekriegt, wer es auf die Stimmzettel geschafft hat.
In Wahrheit, Batman, wird dich am meisten schmerzen, dass das Leben ohne dich weitergeht. Dein Kreuzzug bedeutete nichts. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen's nicht allein, brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Der Arkham Knight. Ivy, runter! Es ist schlimmer, als ich dachte. Meine Pflanzen sterben. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Chemikalie kenne ich nicht. Ich weiß, Alfred. Es ist übel. Und das Kraftfeld des Cloudburst hat den Energiekern des Batmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stagg. Er hat den Cloudburst entwickelt. Dann wird er ihn auch zerstören können. Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seien Sie aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Hast du sie gesehen, Batman? Deine vergiftete, verwahrloste Stadt. Ihre Bewohner gehen sich an die Kehle oder richten sich selbst aus purer Angst. Auch die Welt sieht das. Als nächstes wird die Welt sehen, was mit dem Mann passiert, der mich aufhalten will. Und dann wird die Welt wissen, was Angst ist. Heute Nacht kämpfst du für Gotham. Du kämpfst für all die verzweifelten Narren. Ein Held herbeieilt und rettet, wenn ihre Blitzängste warten. Und du wirst verlieren. Ich knall dich gleich ab! Thank you.
Sieh dir den an. Hat sich Knochen gebrochen, die er nicht mal kannte. Du hast gerade die Macht des neuen dynamischen Duos erfahren. Stack hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmenmuster. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Simon Stagg, öffnen. Stagg ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Stagg kann nicht weit sein, aber er kennt sein Luftschiff wie seine Westentasche. Wir haben den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Hat Stagg nicht dieses Ding erfunden, das sich am Panzer des Arkham Knight befindet? Den Cloudburst, ja. Irgendwie schade, dass wir ihn töten müssen. Scheint ein cleverer Typ zu sein. Scarecrow zu hintergehen war nicht gerade clever. Was? Vielleicht nicht, aber wahrscheinlich nützt er uns lebend mehr. Welchen Teil vom Killertrupp hast du nicht verstanden? Oh, ich töte den alten Sack, mach dir da keine Sorgen. Ich meine ja bloß, dass ich die Dinge vielleicht ein bisschen anders regeln würde, wenn ich das sagen hätte. Tja, hast du aber nicht. Jetzt mach deinen verdammten Job, sonst wird der nächste Killertrupp auf uns angesetzt. Der Stimmen-Synthesizer ist nutzlos, solange er beschäftigt ist. Check die Anzeige an der Energiezelle. Sofort, Sir! Wenn ich den Synthesizer zu oft einsetze, schöpfen sie Verdacht. Säule! Gib mir Deckung, ich kümmere mich um ihn. Wo ist er? In der Quarantänekammer. Solange er beschäftigt ist, folgt er meinen Befehl nicht. Schnappt ihn euch!
sieht aus, als wäre etwas auf ihn gestürzt. Deine Drohne ist gerade abgestürzt. Alles okay? Zurück in den Kampf, es ist noch nichts abhängig. Unser Drohnenpilot antwortet nicht. Das sollten wir uns ansehen. Vermin die Aussichtspunkte! Bringe Minen am Aussichtspunkt an. Mann, Drohnen, ich sehe nach. Gib mir Deckung. Gib dir Deckung. Komm schon, Kumpel, wach auf! Autsch, hat bestimmt wehgetan. Batman lässt uns wie Idioten aussehen. Er spielt Spielchen mit uns, er will, dass wir Angst vor ihm haben. Ich habe keine Angst vor diesem kostümierten Freak. Sieht aus, als wäre etwas auf ihn gestürzt. Es war die Fledermaus. Du bist okay, steh auf, wir brauchen jetzt jeden Mann. Das warst du, Held. Leb wohl. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Er kann nicht weit sein, aber er kennt sein Luftschiff wie seine Westentasche. Wir haben den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Als Deck nicht dieses Ding erfunden, das sich am Panzer des Arkham Knight befindet? In Cloudburst, ja. Wie schade, dass wir ihn töten müssen. Scheint ein cleverer Typ zu sein. Scarecrow zu hintergehen war nicht gerade clever. Was? Vielleicht nicht, aber wahrscheinlich nützt er uns lebend mehr. Welchen Teil vom Killer-Trupp hast du nicht verstanden? Cor, ich töte den alten Sack. Mach dir da keine Sorgen. Ich meine ja bloß... Check die Anzeige an der Energiezelle. Würde, wenn ich das sagen hätte. Tja, hast du aber nicht. Jetzt mach deinen verdammten Job, sonst wird der nächste Killertrupp auf uns angesetzt. Bringe Mine am Aussichtspunkt!
zu spät, Batman. Ich habe bereits den Cloudburst. Stag kann dir jetzt nicht mehr helfen. Findet ihn, schmeißt diesen alten Sack aus seinem Zeppelin. Ich hab keine Angst, du Freak. Ich habe noch Stags Fingerabdrücke gespeichert. An dem Container kann ich die Spur aufnehmen und ihn so finden. Sergeant, das Biolabor-Team wurde ausgeschaltet. Wir setzen Serpentone an allen Ausgängen ein. Batman wird nicht entkommen. Sir, der Cloudburst ist aktiv. Er kann uns nicht aufhalten. Er wird die Chance nicht bekommen. Ja, Sir, die Serpents sind aktiviert und begeben sich in Position. Simon Stagg, öffnen. Okay, Stag. Wo versteckst du dich? Stag muss auf dem Boden herumgekrochen sein, um sich vor der Miliz zu verstecken. Raus mit dir!
Bitte, tu mir nicht weh! Sag mir, wie ich den Cloudburst stoppen kann. Sonst mache ich dich für alle Toten verantwortlich, die durch Scarecrows Hand gestorben sind. Es ist umgeben von einem Nimbusfeld. Es verteilt das Toxin und steigert die Effekte. Jedes Fahrzeug ohne Nimbuszelle wird sofort zerstört. Dann stört's dich ja nicht, wenn ich mir eine borge. Nein, natürlich nicht. Mach du nur. Rein hier. Alfred, Stack hat mir verraten, wie ich den Cloudburst-Panzer ausschalten kann. Verraten? Wie nett. Ich gehe zurück zum Batmobil. Ich muss einen Weg finden, diese Nimbus-Zelle in den Hauptantrieb zu integrieren. Aber Sir, Cranes Toxin kann durch die Fasern ihres Anzugs dringen. Nicht mal eine Gasmaske würde helfen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sie zu lange da drin bleiben. Dann muss ich mich beeilen. Die Zellentüren sind zeitgeschaltet. Was glaubst du, passiert zur Fütterungszeit? Diese Tiere haben seit Tagen nichts gegessen. Batman, bitte, lass mich nicht hier. Ich habe Geld. Ich mach dich reich. Bist du hier? Komm schon raus und sieh dir das an. Ah, wunderschön, oder? Das ist unsere Zukunft, Bats. Worauf warten wir denn noch? Springen wir schnell runter und genießen das Leben! Jetzt gibt es keine Rückkehr, Bats. Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Master Bruce, ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Es ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas Sie nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. Ich muss die Energiequelle langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung aktiviert. Das war's, Betty. Spürst du, wie das Toxin durch deine Adern schießt und deinen mürben Geist durchdringt? Ich tu's auf jeden Fall. Ich werde stärker, Bruce. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Sir, Sie haben keine Zeit mehr. Verschwinden Sie sofort.
Bleib ruhig, atme ganz langsam ein. Tief, langsam einatmen. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch müde machen. Willst du schlafen, Bats? Schlaf nur, schlaf, Betsy. Ich befreie mich von dir. Und dann bist du derjenige gefangen in mir. Also atme schön ein, tiefe Züge der Furcht. Schon bald wird Bats fort sein und ich setz mich durch. Okay, mein Spatzi. Noch eins, aber dann ist wirklich Zeit für die Reihe. Psst, kleiner Betsy, du musst nur zuhören. Gib auf! Ich bin hellwach in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün. Master Bruce, sind Sie in Ordnung? Sir, hören Sie mich? Gib mir einen Moment, Alfred. Geht gleich wieder. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber. Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips, Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum erwarten. Master Bruce, geht es Ihnen gut? Besser. Gott sei Dank, ich bin wirklich erleichtert. Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Batmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben. Die Myagani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Ich bin auf Founders Island. Zeit, nach Ayanas Wurzeln zu suchen. Gut, Batman. Du näherst dich ihr. Ich spüre dich. Der Impuls muss stärker werden, um sie zu befreien. Alfred, ich habe Ivys Pflanze gefunden, die das verbliebene Toxin filtern kann. Aber das Sonar reicht nicht tief genug, um sie freizusetzen. Einen Moment, Sir. Direkt unter Ihrer Position wird im Moment die neue Erweiterung der U-Bahn von Gotham gebaut. In Port Adams sollten Sie einen Zugangspunkt finden. Genügt das? Es ist ein Anfang. Schick mir die Koordinaten. Ivy, deine Pflanze ist zu tief vergraben. Ich muss in den Untergrund. Beeil dich, bitte. Ich habe das Containerlager erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Nicht mehr lange. Sie stehen zwischen mir und der Pflanze. Sie haben den Eingang versperrt. Eine Falle. Bin froh, dass du dein Schild wieder hast. Ich will einen guten
verloren hast, was? Glaubst du echt, du kannst gewinnen? Was denn? Es ist aus. Er hat eine Drohne erwischt. Nein! Ich muss einen Weg in die Mitte des Containerdepots finden. Ich habe unsere Verteidigung durchbrochen. Ich habe ihn, er ist bei Port Adams. Hab der Rattler verloren. Rattler zerstört. Ich werde diese Stadt im Erdboden verschaffen. Ich, deine Zeit wird kommen. Geschaltet. Er verschwendet seine Zeit. Da ist gar nichts. Zumindest nichts, von dem wir wissen. Ich kann nicht glauben, dass du hier immer noch den Laufburschen für diese Öko-Tante spielst. Mal ehrlich, Bats, ich dachte, wir machen langsam Fortschritte. Willst du diese Pflanzenlady diesen Ort wirklich zu ihrem persönlichen Garten machen lassen? Weißt du, was da draußen abläuft? Das ist ein Joker-Wunderland. Was suchst du in diesem Tunnel, Batman? Hoffnung. Du wirst keine finden.